Wie lege ich einen Account für die digitalen Tools von Fronius an? In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie es geht. Für den Großteil der digitalen Tools von Fronius gibt es einen einheitlichen Registrierungsprozess. Sie müssen sich nur einmal registrieren und können dann Tools wie zum Beispiel SolarWeb, SolarCreator, SolarSOS oder SolarStart mit einem Login nutzen, ohne weitere Registrierungen durchführen zu müssen. In diesem Video wird der Registrierungsprozess am Beispiel von SolarWeb durchgeführt. Sie können Ihren Fronius-Account aber auch in einem anderen Tool erstellen. Zuerst klicken Sie nun auf Anmelden. Sie werden dann auf die nächste Seite weitergeleitet, wo Sie dann auf Jetzt registrieren klicken. Hier geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr gewünschtes Passwort für den Fronius-Account ein. Sie setzen ein Häkchen bei Ich bin kein Roboter und stimmen den Datenschutzerklärungen zu. Danach auf Jetzt registrieren klicken. Sie haben jetzt von Fronius eine Bestätigungs-E-Mail bekommen. Wechseln Sie daher in Ihren E-Mail-Posteingang und bestätigen diesen Link, indem Sie darauf klicken. Sie werden danach wieder in SolarWeb verbunden und klicken nun auf Login. Ganz wichtig ist, dass der erste Login mit der Browser-Version von SolarWeb getätigt werden muss. Erst dann ist der Login in der SolarWeb-App möglich. Nun geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das ausgewählte Passwort ein und klicken Sie auf Login. Wählen Sie dann den entsprechenden Kundentyp aus und bestätigen mit Fortsetzen. Auf der nächsten Seite geben Sie dann alle Ihre Kundendaten an und klicken auf Weiter. Danach können Sie noch unseren Solar Energy Newsletter abonnieren, bestätigen wieder die Datenschutzerklärung und klicken Weiter. Die letzten Informationen betreffen dann die Zeitzone und das Zeitformat und dann ist Ihr Account auch schon angelegt. Hier noch auf Speichern klicken und der Fronius Account ist erfolgreich angelegt.